So, bei mir jetzt Christian Dresch. Christian, ihr seid jetzt gleich dran für euch. Du hast gerade selbst gesagt, die Marschroute ist Sieg oder Unentschieden fürs Weiterkommen. Das ist natürlich auch das Ziel. Ja, definitiv. Wir sind angetreten, um weiterzukommen. Wie du gesagt hast, es reicht ein Unentschieden, aber auf Unentschieden spielen ist immer schwer, deswegen ganz klar auf Sieg. Wie hat sich das bei euch im Vorfeld entwickelt? Ihr habt ja doch eine hochkarätig gespickte Mannschaft. Ist es dann wie ein Lauffeuer losgegangen oder wie hat sich die Kaderzusammenstellung, sag ich mal, generiert? Ja, der Trainer Jürgen Press hat Gas gegeben, er hat den einen oder anderen angerufen. Es ist schön, dass so viele gekommen sind. Aber man hat auch gemerkt, das Eingespielte ist noch nicht da, aber gegen Dortmund hat es ganz gut geklappt. Also wollt ihr natürlich heute auch als Balufa Kids ja auch gemeinnützig unterwegs sein, heute in großen Traditionsmannschaften den Pokal abknüpfen? Ja, ich hoffe doch. Man sieht 60, ich bin sehr souverän. Die haben das letzte gewonnen, von dem her hoffen wir, dass wir ihnen ein Bein stellen können. Alles klar, sagen wir danke fürs kurze Interview und viel Erfolg. Wir gehen wieder hoch.